Hallöchen, es geht weiter. Wir müssen nach Hateno. Zum Hateno-Institut, um genau zu sein. Und dafür verlassen wir die Stadt so, wie wir sie betreten haben. Durch den östlichen Ausgang. Und sammelt ruhig zwischendurch Schleichglöckchen. Hier gibt es nämlich eine Nebenaufgabe, für die sind die wichtig. Und das ist dann immer gut, welche zu haben. Und ist es euch schon aufgefallen? Es hat aufgehört zu regnen, Alter. Das war auch nervig. So. Da wartet auch schon Pinky auf uns. Auf mich. Die Sonne geht auf. Ein neuer Tag beginnt. Und dem Wetterbericht nachzufolgen, regnet es bald wieder. Na toll. Na gut, aber erstmal reite ich jetzt nach Hateno. Da bin ich schneller, wenn ich das Pferd nehme. Wobei, hier kann man auch ganz prima auf dem Schild runtersegeln. Das habe ich vorhin schon gemacht. Und ist euch aufgefallen? Maronus, der fette Krog, ist weg. Die Nebenaufgabe habe ich gemacht. Und dadurch habe ich jetzt zwei Plätze mehr in meiner Waffentasche. Um mehr Plätze freizuschalten, muss ich leider warten. Och, Gaul, Mann. Also die Pferde hier lassen sich auch echt beschissen lenken. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Das macht keinen Spaß. So, ich folge wieder der Straße. Damit ist am besten sichergestellt, dass ich auch wirklich ankomme. Man kann natürlich querfeld einlaufen. Das hat den Vorteil, dass man A, einen Haufen Leute trifft, B, Gegner besiegt, C, eine Menge Edelsteine finden kann, die man wiederum in Geld tauscht. Und ihr bekommt einfach mal Kampferfahrung, ihr findet Crocs. Aber wenn man es wirklich schnell von A nach B möchte, ist es tatsächlich leichter, den Weg zu nehmen. Denn querfeldein ist meistens über Berge, durch Flüsse und... Ich zeige euch heute den einfachen Weg. So. Immer dem gelben Backsteinweg folgen. Und es gibt ein paar vereinzelte Wächter hier, die tatsächlich noch aktiv sind. Also passt gut auf, wenn ihr hier lang reitet. Ihr seht, tobte hier vor 100 Jahren eine große Schlacht an diesem Tor. Und hier in dem Wald, hier gibt es Honig. Wartet, ich will Ausdauersachen. Kleine Rast. Hier gibt es nämlich ein paar Honignester. So. Ausdauerhonig ist gut. Wenn man das zusammen mit Fleisch kocht, dann bekommt man ein Festtagsgulasch. Ein Ausdauerfestagsgulasch. Um genau zu sein. Ja, hier wachsen eine Menge Pilze in dem Wald. Es lohnt sich echt nochmal abzusteigen. Oh, noch ein Honig. Ah, die Bienen will ich doch treffen. So. Vielleicht hätte ich auch nochmal ins Hotel gehen sollen. Naja. Aber das ist ein Kochtopf, sehr gut. Mal schnell was zu essen. Festtagsfisch. Yay.
Den Kaulkarpfen habe ich in dem kleinen See neben im Passhaus gefangen. Also alles, was mit Honig gemacht wird, ist Festtagskram, so wie es aussieht. Ist nur ein Spurtomelett geworden, aber immerhin. Jetzt noch ein Rüstungsomelett. Also ich kann natürlich auch nur die Pilze braten, aber so kriege ich noch ein paar Herzen dazu. Abwehromelett. Schleichling habe ich noch. Und Schleichstöckchen. Nur dann schmeiße ich das jetzt auch nochmal schnell rein. So. Schleichen ist nicht schlecht. Ah, falsche Richtung. Jetzt muss ich zu meinem Gaul zurück. Oh, hier war ein Pilz. Ach, nur ein Hyrule-Pilz. Da in dem Haus könnte man auch mal gucken. Ich glaube, da wohnt jemand. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Gibt es noch einen Krog an der Seite? Den wollte ich mir noch schnell holen. Eicheln sind ganz schön nutzlos. Aber Fettkröten sind toll. Wenn man daraus Medizin herstellt, dann lädt man nicht nur die Ausdaueranzeige aus, sondern kriegt auch noch was dazu. Das ist voll praktisch, ey. Nee, warte, andere Seite ist besser. Oh, geh weg, Link. So. Und da drunter ist ein Stein. Mit einem Krog. Wusste ich doch, dass hier noch was war. Gut, jetzt geht's aber weiter nach Hateno. Beziehungsweise, ich glaube, ich mache mir gleich noch einen Fit-Getrank. Bevor es weitergeht. Es ist immer gut, was für die Ausdauer dabei zu haben. Fettkröte, wo ist sie? Fitness in der Medizin, yay! So, da ist mein Gaul und da springe ich jetzt rauf. Los! Weiter geht's! Und man kann von hier aus jetzt nicht wirklich was sehen, wo man hin muss. Da unten ist der Punkt, aber erfahrungsgemäß folge ich jetzt trotzdem einfach mal dem Weg. Ich bin mal so irritiert von der Musik, weil eigentlich ist das doch die Wächtermusik. Heißt das, dass jetzt hier irgendwo ein Wächter ist und ich den nur nicht sehe? Oh, seht ihr die Frau da? Komm, wir enttarnen sie mal. Eben aber noch nicht so aus. Wenn immer Leute vor euch stehen und sagen, hey, hast du den Helden gesehen? Ich will den Helden sehen. Ich suche den Helden. Dann gehört er zur Jägerbande. Immer wenn sie von Helden sprechen. Das ist kein Schrein, das ist ein Moblin. Moblin-Park. Nee, da muss ich nicht hin. Ich folge weiter dem Weg.
und hoffe so nach Athen zu kommen. Da hinten ist was Rotes. Ah, kriegt die Kurve, Mensch, Vieh. Wo war denn jetzt der Schrein? Ich hab doch hier irgendwas gesehen aus der Ferne. Och, Mann. Da ist der Turm. Ist das der Turm? Ja, und tatsächlich will ich erstmal zu dem hin. Scheiß auf das Pferd. Oh, hier gibt's einen Krog. Sind aber ganz schön viele Gegner. Ich sollte vielleicht was essen. Ja genau, hier gibt es einen Krog zu holen. An den kann ich mich noch erinnern. Man muss in diese Teile hier Pfeile reinschießen. Genau, einfach abschießen. Muss man hier einmal im Kreis laufen. Und man sollte genug Pfeile dabei haben. Ach nee, das war nur ein Reh. Gut. Nur ein paar Blumen. Warte mal, die Stelle sollte ich mir mal eben markieren. Hierhin muss ich nachher zurück. Nach meiner Runde. Geht's hier lang oder muss ich da oben lang? Ich muss hier lang. Wo die Monster sind. Ich brauche mal wieder ein paar neue gute Waffen. Den will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen. Ach, da sind die nächsten Schilder. Aber erstmal mache ich den hier fertig. Seht ihr, da habe ich sogar eins verpasst. Ein Schild. Das wäre jetzt ganz schön doof gewesen. Kann man natürlich auch prima mit dem Pferd lang reiten. Macht vielleicht sogar mehr Sinn. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle. Ja. Das heißt, ich muss jetzt zur Hütte zurück.
muss aufpassen, dass ich immer fleißig Waffen einsammle. Hier Schild. Ah, meine Schildtasche ist leider voll. Der Baum war mir im Weg. Link, beweg dich. So. Aber diese ganzen Eicheln, ey. Ist ja noch so ein Vieh. So. Och, da renne ich jetzt nicht hin. So, wo ist die Hütte? Seht ihr, da ist jetzt nämlich ein Ballon aufgetaucht. Oh, die scheiß Ausdauer, ey. Da ist jetzt ein Ballon aufgetaucht. Und den müssen wir noch abschießen. Und dann kommt der Krog. Der ganze Spaß hat uns jetzt 5 Minuten gekostet. So. Aber Krogs sind wichtig, um die Taschen zu vergrößern. Das ist noch eine Kiste. Oh, sehr schön. Finde ich meine Holzpfeile wieder. Da war jetzt nichts drin. Oh, ständig dieser Regen, ey. So, ich will da oben hin zu... dem Turm. Wie komme ich denn da hin? Schreckuck raus. Oh, ich habe natürlich noch keine Karte. War ja noch nicht auf dem Turm drauf. Der ist ja mein Ziel für diesen Teil. Der Hateno-Turm. Ich kann ja mal damit anfangen, dass ich hier hochgehe. Den kann ich wieder wegmachen. Den brauche ich nicht mehr. Wusstet ihr übrigens, dass man nur 100 Stempel zur Verfügung hat? Alter, das ist voll Kacke. So. Ach, guckt mal, da ist eine Brücke, da kommen wir rüber. Sehr schön. Ah, die ganzen Viecher, an denen ich vorhin vorbeigeritten bin. Die sind jetzt... natürlich immer noch da. Huch! Da hinten irgendwo. Da ist ein Schrein. So, jetzt bin ich wenigstens schon mal auf der richtigen Seite des Flusses. Muss ich nur noch irgendwie herausfinden, wie ich da hochkomme bei diesem verfickten Regen, Alter. Ja gar nicht. Müsste ich habe die Spurtechse verpasst. Jetzt sehe ich aber den Turm. Ach! Der gehört zur Stadt. Ja, dann. Wo komme ich denn jetzt hier rauf, ey? Ah ja, hier lang. Gut. Immer dem fetten, großen Moklo-Binnen-Riesen-Dingsbums-Gedöns dahinterher. Hätte nicht mal eine Waffe, ey. So, weiter geht's. Fällt mir ehrlich, ich würde den hier mal mitnehmen. Ich glaube, Pfiffi wird mir hier gute Dienste leisten, denn hier... sind hier eine Menge Moblins und so. Da kommt schon der nächste. Außerdem ist es dann nicht so einsam. Ich meine, die paar Leute, die man hier zwischendurch trifft. Und der ist einfach mal eine verdammt gute Hilfe, ey. Ha! So. Ha, seht ihr, mittlerweile reicht ein Schlag aus, um die Viecher umzubringen.
Oh, und schaut mal, der Regen hat endlich aufgehört. Es ist nur noch bewölkt. Oh, ich wollte eigentlich mal das perfekte Ausweichmanöver probieren, aber okay, gut, dann nicht. Ich habe festgestellt, dass ich das nur extrem selten benutze. Warum eigentlich? So, bei Dornengrip ist das so eine Sache, man sollte sie nicht berühren. Allerdings kann man sie abfackeln. Also man muss sie nicht abfackeln, um auf den Turm zu kommen. Aber es wäre sehr hilfreich. Ja, super. Ah, nee, ich glaube, da kann ich drum rumklettern. Es gibt im Zweifelsfall aber auch einen Weg auf den Turm, wenn man keine Feuerpfeile hat. Der ist dann nur ein bisschen ätzender. Da muss man halt immer im Kreis rum, bis man die richtige Lücke findet. Und man muss auch vom richtigen Ort aus starten. Also hier, wo ich ausgestartet bin, ist dann nicht unbedingt der optimale Platz zum Loslegen. So. Und es dauert immer ein bisschen, bis das Feuer hier alles weggebrannt hat, aber das ist okay. So. Es geht weiter zum nächsten Balkon. Ein Pfeil habe ich noch. Und damit sollte ich es auch auf den Turm rauf schaffen. Ach, der Todesberg, den sieht man irgendwie immer. Stopp. Jetzt habe ich keine mehr, wa? Nee, kacke. Ich glaube, nach ganz oben schaffe ich es noch nicht. Nee, aber ich bin schon mal ziemlich weit gekommen. Ihr seht auch hier in der Ferne die anderen roten Türme. Aber irgendwo hier ist so ein Ding offen. Das müssen wir jetzt finden. Okay, es ist definitiv, oder? Doch, hier kommen wir hoch. Die Stacheln bedecken nicht die gesamte Seite. Sehr schön. Und das war's auch schon mit dem fünften Teil von The Legend of Zelda Breath of the Wild, der Athenoturm. Wir haben ihn gefunden, wir haben ihn bestiegen und wir bekommen endlich die Karte des Gebiets. Wir haben sogar noch einige Crocs gefunden, ein bisschen gekocht, ein bisschen Ausdauerhonig gesammelt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wenn es nach Hateno geht, in die Stadt, zum Hateno-Institut. Da drüben.
Wir müssen nämlich zum Institut, nicht in die Stadt. Da, wo das blaue Leuchten ist, ist die Stadt. Da gibt es auch noch ein paar schöne Sachen, die zeige ich euch dann. Bis gleich. Tschüss.